Sir Isaac Newton war auf der Suche nach einer universellen Maßeinheit. So beauftragte er seinen Freund John Greaves, die große Pyramide zu vermessen. Für ihn war es der Ursprung von Geometrie und Astronomie und kein ägyptisches Grabmal. Hier geht es darum, dass Mathematik eine universelle Sprache sein kann, wenn man den Architekten zuhört. Denn Geometrie hat nichts mit Zahlenspielerei zu tun. Pi durch 6 ist gleich königliche Elle in Meter. Ist diese elegante Formel architektonische Absicht oder nur Zufall? Warum sollte ein Sechstel der Kreiszahl die gewählte Maßeinheit der großen Pyramide sein? So würde diese Formel auf der geometrischen Ebene aussehen. Man nimmt einen Meter, den 10.000.000. Teil des Erdquadranten, und definiert ihn als Durchmesser eines Kreises. Dieser Kreis hätte aufgerollt eine Länge von 3,14 Meter, die Kreiszahl Pi. Wenn wir diese Strecke 6-mal unterteilen, ist ein Teil davon 0,5236 Meter lang, die königliche Elle in Meter. Warum nicht Pi durch 5 oder Pi durch 7? Weil nur Pi durch 6 am besten auf die vermessene Maßeinheit in der Königskammer passt. 99% Übereinstimmung ist für mich ausreichend genug, diese Behauptung zu machen. Und falls diese Darstellung die Idee des Architekten war, ist es nicht weit hergeholt, einen rechteckigen Raum mit 60 Königsellen im Umfang zu gestalten. Mit einer Gesamtlänge von 31,4 Meter. Zusammenfassend gesagt, plante der Architekt eine Kammer, die von oben gesehen einen Umfang von 60 königlichen Ellen hat. Vier unterschiedliche Vermessungsarbeiten bestätigen alle zu 99%, dass Pi durch 6 die Originalmaßeinheit war. Da der Mensch nicht perfekt ist, haben die Steinmetze den Plan des Architekten nur zu 99% erfolgreich umgesetzt. Und auch die Höhe dieser Granitkammer basiert nicht auf Willkür. Der Architekt konnte frei entscheiden, wie hoch er die Decke gestalten wollte. Eine bessere Antwort auf die große Frage, warum, erkennen wir, wenn wir den zweidimensionalen Raum verlassen. Die große Pyramide symbolisiert einen Oktaeder. Und eine Kugel. Platziert man einen Oktaeder mit dem gleichen Radius in die Mitte einer Kugel, berührt er mit seinen sechs Ecken den Umfang der Kugel. Das Raumkreuz des Oktaeders zeigt auf die sechs Himmelsrichtungen der Kugel. Ein zweidimensionales Abbild dieser Idee wäre ein Hexagon als Oktaeder und die Umkugelung wäre der Kreis, der das Hexagon an seinen sechs Punkten umschließt. Eine simple Formel für ein dreidimensionales Konstrukt. Ein Meter mit Umfang ist eine zweidimensionale Beschreibung einer dreidimensionalen Umkugelung eines Oktaeders. Die große Pyramide widerspiegelt die vier oberen Quadranten der Erdkugel. Warum die Ecken der Pyramide aus dem Erdkreis herausschauen, erkläre ich zum Schluss. Ich war genauso skeptisch. Nur von einer Kammer ableiten, dass der Architekt die Kreiszahl und den 10.000.000. Teil des Erdquadranten kannte, ist sehr gewagt. Das zweite Argument befindet sich 20 Kilometer entfernt an der Roten Pyramide. Rainer Stadelmann vom Deutschen Archäologischen Institut fand die Bruchstücke eines zerschlagenen Pyramidions. Er setzte diese wieder zusammen und vermaß ihn. Er war genau 1 Meter hoch und hatte eine Seitenkante von 1,57 Meter, was umgerechnet 3 königliche Ellen ergibt. Es ist die einzige Pyramide mit den gleichen Proportionen wie die große Pyramide. Sie sind absolut identisch und beweisen beide den Meter und die Kreiszahl. Und wenn die Seitenkante 3 Königsellen breit ist, beträgt die Gesamtlänge des Umfangs 12 Königsellen. Für einen Archäologen haben diese Zahlen keinerlei Bedeutung, aber für einen Geometriker sind das die Werte für eine erfolgreiche Quadratur des Kreises, denn der Umfang der Basis ist 6,28 Meter, was kein Zufall ist. Denn eine Kugel mit 1 Meter Radius hat ebenfalls einen Umfang von 6,28 Metern, oder besser gesagt 2 mal Pi. Und so funktioniert die Quadratur des Kreises. Ein rationaler Oktaeder mit 1 Meter Radius hat an der Basis einen Umfang von 5,65 Metern. Tauschen wir diese Länge mit der irrationalen Umkugelung aus, sind beide Unterschiede vereint. Und diese Gemeinsamkeit können wir bei der großen Pyramide messen. Das Verhältnis von Umfang und Höhe ist 6,28.
Dank der Quadratur des Kreises wissen wir, warum die Ecken der Pyramide aus dem Erdkreis herausschauen. Sie werden auch als die vier Ecken der Welt bezeichnet.